Willkommen zu Splatoon 3 und dem kleinen Halloween-Special, was ich vorbereitet habe. Ja, dieses Video kommt sehr spät, ich weiß. Ich hoffe, dass ihr alle morgen Feiertag habt und zu Hause bleiben könnt oder später ins Bett dürft. Denn wir gehen heute verkleidet als Hexe. Das könnte eine dumme Idee sein. In den Rangkampf und kämpfen um den S-Rang im Operation Goldfish, der auch wieder verfügbar ist. Und ich finde das Hexenkostüm eigentlich ganz schick. Ich habe das in Splatoon 2, glaube ich, nie benutzt. Aber es sieht ganz cool aus. Gut. Holen wir uns eine Waffe. Eine ganz besondere Waffe. Ich habe lange gewartet, bis auf diesen Tag, um diese Waffe zu spielen. Und zwar wird das hier der Kalligraph sein. Es ist nicht gerade meine stärkste Waffe. Aber ich gebe mal mein Bestes. Wie gesagt, ich lege es heute auch nicht an, wirklich den S-Rang zu erreichen. Entweder wir gewinnen und wir schaffen es oder wir verlieren halt. Und dann ist es halt wie bei allen anderen Male ein Fail. Aber gut. Kein Problem. Wir machen das Beste draus. So, gönnen wir uns noch eine Kapsel. Vielleicht haben wir da ja zumindest Glück. Eine rote Kapsel ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und der Banner ist ziemlich cool. Den legen wir mal an. Und dann würde ich sagen, dann suchen wir uns die nächste Serie. Ich bin noch weit über dem S-Rang jetzt. Also, auch wenn wir die Serie verlieren, weiß ich nicht. Vielleicht ist der Aufstiegskampf dann noch immer möglich. Ah, wobei. Wobei, ich glaube, wir fallen leicht runter, oder? Ist es, ja, 20 Punkte unter dem Rang sind wir. Gut, vielleicht kriegen wir die 20 Punkte wieder. Und ja, ich cutte jetzt erstmal nicht. Denn es gab einen fleißigen Kommentarschreiber, der ja mein Online-Projekt sehr heftig verfolgt. Ich hoffe, dass er durchhält und bis hierhin schaut. Weil ansonsten ist die Rede jetzt umsonst. Aber vielen Dank für die vielen Kommentare mit den, ja, ganz coolen Tipps darunter. Ich weiß ja nicht, wie stark du in Splatoon bist oder wie viel du spielst. Aber gefällt mir. Ist halt nur das Problem, ne? Natürlich. Das sind alles Parts, die waren ganz am Anfang, habe ich die aufgenommen. Eine Menge von dem Zeugs weiß ich inzwischen halt auch. Aber es ist dennoch ziemlich cool, dass du dir das Projekt so gibst. Feedback ist wie gesagt immer willkommen. Sag mir, was ich besser machen kann. Und ich versuche mein Bestes, es umzusetzen. Ist nicht immer leicht. Aber ich versuche, wie gesagt, mich Stück für Stück zu verbessern. So, wir spielen Operation Goldfish. Ist wieder ganz gefixt. Funktioniert wieder so, wie es soll. Und das mit einer Klebebombe. Das ist schlecht. Mit dem Kalligraphen. Den kann man gut abusen, weil der ja einen halt ein bisschen schnell flüchten lässt oder auf ein Ziel zulaufen lässt. Töten traue ich mich damit nicht. Man muss dafür gut Button mashen können. Und als Ult haben wir dann den Spider-Man oder den Haftsprung. Und der kann uns das ein oder andere Mal sicher helfen. So, im Moment sind wir vorne. Ja, dann nutzen wir den Sprung mal. Oh ja, zum Goldfisch. Nein, ich kann ihn nicht. Och, das ist jetzt doof. Ich dachte, ich könnte den jetzt aufheben. Ja, das wäre auch broken. Ja, ja, verstehe ich aber auch, warum das nicht geht. So. Der Schutzwall ist natürlich insane. Double Kill, das ist auch cool. So, kriege ich einen Tod. Ja, Goldfisch dauert ein bisschen. Aber mein Team arbeitet sich Stück für Stück daran. Und ich bin mit meiner Waffe natürlich so eine leichte Belastung. Aber wie gesagt, heute nehmen wir alles nicht zu ernst. Es ist Halloween. Und dann kommt schon gleich meine Frage. Und auch eine kleine Diskussion, die ich heute führen möchte. Halloween, wie steht ihr dazu? Wie sieht es bei euch in der Nachbarschaft aus? Was haltet ihr davon?
Feiert ihr das oder findet ihr das blöd und sollte in Amerika bleiben? Ich persönlich finde das Event ja keiner cool und keiner weird. Verkleiden und so finde ich eine coole Sache. Allerdings bin ich nie drauf vorbereitet. Also da geht man ja halt auch so Süßigkeiten sammeln und so. Aber ich habe halt nie Süßigkeiten im Haus, wenn die Kinder kommen. Naja, die haben sich am Freitag angemeldet. Das heißt, da hatten wir jetzt eine Schüssel mit Lutscher. Und, ja, da kamen, glaube ich, 2 Gruppen maximal. Und, ja, wie gesagt, bei uns ist das eigentlich immer im Februar so. Mit den Laternen und so als Lichterfest. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland weit verbreitet ist. Aber das ist dann am 2. Februar. Ja, und da gehen die Kinder halt dann mit so Laternen an die Häuser und singen dann Lieder, um dann Süßigkeiten zu kriegen. Also so ein bisschen unser Trick or Treat. Und ja, das hat man jetzt einfach 2-mal im Jahr. was ich halt nicht so cool an Halloween finde, ist, dass ja, dass da auch irgendwie, glaube ich, nicht mehr so ganz die Tradition mitspielt. Also viele gehen halt nicht Süßigkeiten suchen, sondern hoffen von den Nachbarn ein paar Moneten zu kriegen. Was aber auch vollkommen okay ist. Aber dennoch, eigentlich ist es ja gedacht, dass man halt so Süßigkeiten einsammelt. Verkleidung und so finde ich eigentlich ganz cool. Aber dann gibt es halt auch diese negative Seiten, aber die gab es halt dieses Jahr, glaube ich, kaum. Aber es gab ja mal das Jahr der Killer-Clowns und so. Oh mein Gott, war das dämlich. Und, ja, also wie gesagt, ich stehe da zwiespaltig gegenüber. Ich finde es halt eine coole Sache. Ist ein bisschen weird, weil ich nicht genau verstehe, wo das genau herkommt. Das wissen vermutlich auch nur noch die Amerikaner, weil ich glaube, es gibt kein anderes Land, wo Halloween einzig ja, jemals gefeiert wurde. Alle anderen Länder haben das halt so übernommen. Aber wenn ihr da mehr wisst, gerne in die Kommentare damit. Ich lasse mich da gerne von was Neuem belehren. Aber ich habe da ehrlich gesagt keinen Überblick. Für mich ist das halt einfach, ja, die Zeit, in denen halt im Genre Gaming die Halloween-Events stattfinden. Aber, ja, früher fand ich das ein bisschen doof, um die Zeit sich zu verkleiden. Aber mittlerweile bin ich halt anders gestimmt. Ich finde gerade, dass man so eine Zeit hat, wo man sich verkleidet. Ja, nimmt ein bisschen die miese Stimmung, die ja so auf der Welt gerade herrscht, weg. Und ja, ich glaube, das kann jeder im Moment gebrauchen. Ja, wir haben halt den Karneval. Ja, fällt halt auch irgendwie so zusammen mit Halloween in so eine Zeitepoche. Ein bisschen früher. Aber an sich ist es ja das Gleiche. Man verkleidet sich ja nicht unbedingt als irgendeine gruselige Gestalt, oder? Wir haben heute das Hexenkostüm. Aber ich persönlich war jetzt auf einer kleinen Halloween-Fete. Mit ein paar Geek-Kollegen. Und, ja, ich habe mir halt so Katzenohren angezogen. Leider habe ich kein ganzes Kostüm mehr gekriegt. Ansonsten hätte ich mich einfach als Katze verkleidet. Ja, wie gesagt, ich sehe das mittlerweile lockerer. Ich habe das jetzt jahrelang nicht gemacht. Aber ich finde es doch irgendwie lustig, dass man sich halt da verkleiden kann. Ich meine, Cosplayer machen das ja quasi das ganze Jahr auf Conventions. Und es ist eigentlich kein schlechtes Hobby. Ein kreatives Hobby. Schauspielerisch
wird man vielleicht auch ein bisschen gefördert, weil man natürlich seine Rolle spielen will. Und ja, als was habt ihr euch schon mal verkleidet? Also gerade für Karneval habe ich mich halt, ja, als Kind immer verkleidet. Wir hatten halt immer so vor den, also da gab es halt die Ferien vor dem Karneval oder so. Und da kam halt jeder in der Verkleidung am letzten Tag in die Schule. Und ich war mal Aladdin. Also da war ich aber noch ganz klein. Da habe ich nicht mal entschieden, als was ich gehe. ja, dann hatte ich aber auch, und das ist mein erstes Cosplay, to be honest. Ich hatte, glaube ich, in meinem ganzen Leben 2 Cosplays. aber so mit 10. Was, 10? Ich weiß ja, müsste ich jetzt zurückrechnen. Aber es könnte da irgendwie so um den Dreh rum gewesen sein. Da hab mein Bruder und ich sich als Team Aqua verkleidet von Pokémon. Und das war cool, weil das Kostüm bauen hat schon super viel Spaß gemacht. Sich zu überlegen, okay, wie kriegt man das jetzt hin? Wie macht man das mit dem Tuch? Welches T-Shirt eignet sich? Und das war schon ziemlich cool. War ja quasi ein Piratenabklatsch. Und das andere Cosplay war halt, ja, Black Star. Wer hätte es gedacht? ja. Ansonsten müsste ich jetzt wirklich stark überlegen, als was habe ich mich denn noch verkleidet? Oh, also das weiß halt eher so meine Mutter, weil später habe ich mich halt gerade so an... Hä? Was machst du? Junge, das ist unnötig. Aber gut. Wir haben die letzte Partie gewonnen. Ja, das war halt immer nur in der Grundschule habe ich mich halt verkleidet. Ab der Oberstufe war das dann was anderes. Ja. Aber ich war auch schon lange nicht mehr auf so einem Karneval-Event. Muss ich schon auch ganz ehrlich zugeben. Bin allgemein so kein so fete Dude. Ich vermeide das eigentlich, weil laute Musik und zu viel Alkohol, das ist nicht so meins. Da bleibe ich lieber zu Hause und spiele das Kellerkind. Aber, ja. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, als was habt ihr euch denn verkleidet? Ist bestimmt ein interessantes Thema. Und waren da auch Cosplays dabei? Also... jetzt Charaktere von Videospielen oder Anime oder allgemein von Serien. Cosplay bedeutet ja nicht unbedingt, dass es was Japanisches sein muss. Ein Freund von mir, der hat sich jahrelang als Doctor Who verkleidet. Und auch das zählt ja irgendwie. Eine Verkleidung, die ich gerne mal machen würde, wäre einfach ein Harry Potter Schüler. Not gonna lie. Weil ich mag eigentlich... die Welt von Harry Potter. Und so als Zauberer verkleidet zu sein, könnte man halt machen. Aber man muss natürlich, wenn man es perfekt machen will, auch sehr viel Zeit investieren. Oh, komme ich zu dem Dude noch? Na, ich konnte ihn aber leider nicht damagen. Das wäre ziemlich cool gewesen. Und einen Moment bin ich ein bisschen erschrocken. Ich dachte, ich hätte nicht auf Aufnahme gedrückt. Aber alles gut, alles gut. hab nämlich auch eine Story. Die ist legendär. Ich wollte diesen Part eigentlich schon gestern aufnehmen. Und den halt heute Morgen dann vorbereiten. Aber Internet war weg. ja, deshalb habe ich jetzt auf den nächsten Operation Goldfisch gewartet.
Der ist jetzt gekommen. Weil, ja, so haben wir jeden Modus mal probiert. Auch wenn der hier ein bisschen unseriös ist. Ah, ich komme nicht bis zum Kegel, leider. Schade. Ja, weil, na, Kalligrafen ist nicht meine Hauptwaffe. Ich bin wirklich nicht gut damit. Und auch meine Kleidung, die zwar ziemlich süß ist und ich die ziemlich mag, nur hat die halt nicht die richtigen Perks, um jetzt hier für S-Rang zu gehen. Aber trotzdem, einen Win haben wir. Und das ist doch gar nicht mal so bad, oder? So. Nerven wir die hier ein bisschen. Aber ich komme nicht an diesen Sniper vorbei. Und ja, Countdown läuft. Jetzt müssen wir natürlich so langsam, aber sicher den Goldfisch für uns beanspruchen. Tun wir aber nicht. Sauerei. Ja. Dann können wir jetzt nur noch hoffen, dass wir es jetzt in den nächsten Partien besser machen. Und nicht untergehen. Aber so wie ich mich kenne, werde ich kein Glück haben. Naja, solange es, ihr wisst schon, was nicht gibt, bin ich froh. Aber das hat schon im vorletzten Part ein bisschen geschmerzt. Ganz bisschen geschmerzt. Dass wir den S-Rang da so knapp verfehlt haben. Weil, na, die Partie war ja an sich quasi gewonnen. Ich habe da einen kleinen taktischen Fehler gemacht, aber das hätte jetzt uns nicht das gesamte Spiel gekostet. Aber dann ist halt, ja, the big sad passiert. Und dann war vorbei. Ja. Irgendwann schaffen wir es dorthin, weil wenn ich mich da hinsetze, ein bisschen konzentriert, das ganze Spielen, komme ich halt wieder auf diesen S-Rang. Ja, man muss halt nur spielen und ein bisschen in den Series Plus gehen. Dann kommt man Stück für Stück wieder auf diesen Aufstiegskampf. Und auch dieser Aufstiegskampf wird irgendwann, ja, gewonnen sein. Die Frage ist halt immer nur, wann. Wir brauchen halt länger. Gerade Refuel, das will ich doch nicht lesen. Aber gut, das war vermutlich jetzt einfach, weil nicht mehr genug Spieler in der Lobby waren. Und ja, die Cuts sind jetzt raus, weil, ja, manche Leute fanden die Cuts wirklich nicht gut. Dann seht ihr halt auch dieses Gameplay heute. Und dann könnt ihr ja entscheiden, ob dieses Rumalbern hier in der Trainingslounge besser ist, als einfach von Black Screen zu springen und mehr Gameplay zu haben. Ja, dieser Part wird allgemein ein bisschen länger. Natürlich auch, weil die Cuts weg sind. Aber wir spielen halt auch heute nur diese 2 bis 3 Matches. Aber irgendwie finden wir gerade überhaupt keine Spiele. Wir können immer noch auf Aufbrechen drücken. Tja, wo sind denn die Leute? Sind die alle nicht so, ja, erfreut über Goldfisch? Wie sieht's da aus? Ja, die Queue dauert und dauert und dauert und ich habe natürlich nichts mehr zu labern. Das ist dann ein bisschen belastend, ne? Aber es gibt ja noch eine Menge Themen, über die wir reden können. Wie zum Beispiel, was ist denn euer Lieblings-Horror-Game oder mögt ihr Horror-Games? Und wenn nicht, ja, dann halt nicht. Das ist mir schwierig. Ich bin persönlich jetzt nicht abgeneigt von Horror-Games, aber ich spiele die nicht ganz gerne. Ich schaue mir die lieber an, als sie selbst zu spielen.
Halloween-themed Games ist das anderes. Luigi's Mansion oder so. Da bin ich immer dabei. Aber zum Beispiel Five Nights at Freddy's hat mich zum Beispiel sehr fasziniert. Ich wollte das nie selbst spielen. Aber ich habe mir halt da gerne mal von anderen Leuten das Gameplay angeschaut. Und ja. Meine Mutter ist ein großer Fan von Resident Evil. Sie hat zwar jetzt nicht alles gespielt, aber sie will unbedingt diese VR-Version von Resident Evil 7 immer und immer wieder spielen. Sie ist total fasziniert von VR-Horror. Und ich muss persönlich sagen, ich hasse VR-Horror. Ich habe in VR-Chat, glaube ich, eine Quest gespielt. Nennt sich Huggin Dungeon. Oder Huggies Dungeon. Und das ist relativ gut gemacht. Hat auch eine Story dahinter. Gibt mittlerweile 3 Teile. Ich habe 2 Teile gespielt. Und den Spin-Off gibt es auch. Kann man halt kostenlos auf VR-Chat, glaube ich, spielen. Auch wenn ich mir... Wobei, ich glaube, das ist nicht mehr so. Ich glaube, man muss mittlerweile dafür auf Patreon was bezahlen, um überhaupt in diese Welt zu kommen. Weil da bin ich nicht ganz informiert. Jedenfalls vor ein paar Jahren war das alles kostenlos. Keine Ahnung, wie das jetzt ist. Jedenfalls ist das ja eine ziemlich coole Story. Also für so Hobby Development war das schon eine krasse Sache. Hat auch eine riesen Community mit sich gebracht. Und ja, viele Leute sind sehr fasziniert von der Story. Ach, jetzt habe ich den nicht gekriegt. Schade. Ja, wie gesagt. Also, ich persönlich vermeide Horror-Games. Bin wirklich... Ich hasse, ehrlich gesagt, auch Horror-Games nur, weil die meisten Horror-Games halt mit so dummen Jumpscares arbeiten. Auch Horrorfilme bin ich nicht so ein Fan von. Aber das meiste hört sich halt immer gruseliger an, als es dann schlussendlich ist. Habe ich hier keinen Konvoi? Hm. Na, wir sind immer noch vorne. Wenn wir das schaffen, 2 Minuten lang diesen Goldfisch für uns zu beanspruchen, wäre das ein Win. Vielleicht versuche ich mit meiner Ult die Gegner demnächst so ein bisschen zu ärgern. Aber warum hat man jetzt die Scheiße gemacht? Hören die irgendwie mit und denken sich, der Kuroi, der müsste wirklich S-Rang erreichen. Das verhindern wir. Weil der ist jetzt meilenweit zurückgekommen. Dann versucht wenigstens jetzt diesen Fisch auch für uns zu beanspruchen. Nee, ja, guck jetzt, ja, da ist es passiert. Da ist die Führung raus und die haben sogar gedankt. Danke, wer auch immer das war. Aber das hätte es jetzt nicht gebraucht. So, hinter denen kann ich irgendwie von hier aus die ärgern. Nö. Eiskalt da. Los. Ich glaube, da retten wir auch nichts mehr. Nee. Ja, das mit dem S-Rang können wir uns, glaube ich, abspenken. Das wird nichts. Das wird nichts. Na, ich bin mal gespannt, ob wir dann trotzdem 20 Punkte kriegen. Einen Win haben wir ja. Wenn überhaupt. Kriegt man überhaupt Punkte bei Aufstiegskämpfen? Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr mal so sicher. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Aber eine Series müssen wir dann spielen mit ein bisschen besseren Resultaten. Und dann sind wir halt wieder auf diesem Aufstiegskampf. Also es werden jetzt ein paar Parts geben, in dem dieser Aufstiegskampf natürlich ein Thema sein wird. Und wie gesagt, irgendwann schaffen wir es. Und wenn nicht, dann ist es auch gar nicht mal so wild. Weil ich glaube, von S kann man dann halt auch gar nicht mehr runterfallen.
Man bezahlt halt nur dann auch heftig drauf, wenn man eine Serie startet. Man kann aber dann auch auf 400 Punkte runterfallen. Und dann bezahlt man immer noch, keine Ahnung, 130 Punkte, 180. Ich weiß nicht, wie viel S dann kostet. Da bei S Plus kann ich mir vorstellen, dass da der Wert 200 ist. Weil wenn man sehr gut mit 4 Wins aus der Series geht, dann kriegt man so 230 Punkte gut geschrieben. Also macht man halt 30 Punkte plus. Wie im Moment machen wir halt auch immer so, ja, 20 minus, wenn wir mal schlecht performen. Und das scheint irgendwie dann ausgeglichen zu sein. Leider spiegelt der Rang halt keineswegs irgendwie das Niveau von irgendwem wider, weil das meiste ist halt Solo-Queue. Und wenn man da halt auf einen sehr guten Spieler trifft, dann kann der einen halt schon, gerade in Goldfisch und vielleicht auch im Tower Control, so ein bisschen durchcarrieren. Und ihr seht, die Queues sind wieder endlos lang. Ja, wenn man sich beschwert, dann beginnt meistens der Kampf. Und los geht's. Diesmal im Flanderpark. Die Map kam jetzt noch gar nicht dran, ne? Puh, ich versuch mal, jetzt so gut es geht zu spielen. Ah, die sagen hier schon Hallo. Sind aber beide gestorben. Und ich natürlich auch. Leider, als würdet ihr euch was anderes erwarten. Also, come on. Ihr kennt mich doch. Klar würde es mich jetzt interessieren, wie es mit richtiger Ausrüstung und alles ausgehen würde. Aber wir haben ja noch genug Möglichkeiten dafür. So, der Goldfisch, der liegt hier. Oh, wir haben einen Tod gekriegt, immerhin. So, Goldfisch kann nicht wirklich vorrücken. Wir sind bei 53, also fast auf dem Kegel. Das ist heftig. Das hat irgendwer einen guten Job geleistet. Und da ist der Triple Kill. Was ist denn jetzt los? Wenn wir jetzt gut sind, kommt da der schnelle Sieg. Oh, und der Dude muss seine Ult loswerden, ja. Weil wenn man die nicht aktiviert, dann aktiviert sie sich nicht automatisch. Nein, nein. Die verschwindet einfach. Ich habe das getestet. Und das ist nicht so geil. Und klar will man natürlich 4 Ziele haben, weil die Ult ist richtig gut, die Schwammraketen. Die will man schon maximal auslasten. Das war auch maximal dumm. Und da ist der Kegel. Wo der auch jetzt drauf kommt. Ja. Na klasse. Sitze ich schon wieder im Rückstand. Oh, man muss aber mit dem Kalligraph wirklich gut sein. Es ist der einzige Kalligraph, der existiert. Und der Hai war ja auch so dem. Ah ne, der ist gestorben. Ich dachte, der sei irgendwie super bad aktiviert worden. Ja, und das ist der Free Loose wieder. Ja, also wie gesagt, das ist der einzige Kalligraph, der im Moment existiert. Und das Set ist gar nicht mal so geil. Also wer mit dem Kalligraph heftig ist, Respekt. Leider habe ich da halt auch gerade gar keine Strategie, wie ich mich da irgendwie besser anlegen soll. Klar, könnte man ein bisschen besser killen und verteidigen, aber naja, ich bin immer gemeint kein Quasto-Spieler. Ah, guck mal. Man kriegt keine Punkte. Die Serie wird einfach abgeschlossen und yay, wir haben es wieder nicht geschafft. Wow, wer hätte es gedacht? Krass. Ja, ich bin halt einfach Trash in dem Game. Dann versuchen wir es beim nächsten Mal mit dem Muschelchaos. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Nacht.
fröhliches Halloween. Oder was auch immer. Und ja, dann sehen wir uns im neuen Monat wieder. Mit neuen Splatoon-Abenteuer. Jedenfalls mit den Amiibos sind wir jetzt durch bis zum 11. November. Dann kommen die neuen. Die drei neuen. Und ich bin mir nicht sicher, aber das könnte man auch mal kurz in den Kommentaren diskutieren. Haben wir... Warte. Dieses Kostüm hier. Moment, wo ist es? Hä? Jetzt sag mir nicht, ich hab's nicht. Ah doch, da. Haben wir das gespielt? Weil es kommt mir so vor, als hätten wir das noch nie benutzt. Also schreibt mal in die Kommentare, weil so ansonsten gibt's das im nächsten Part. Ja, und dann haben wir alles benutzt. Dann spielen wir mit ganz normalen Casual-Klamotten und was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.